Hallo, mein Name ist Kip und ich möchte an dieser Stelle mal ein paar Leuten einfach Danke sagen. Kip Supernova Kuss. Hallo, ich bin Fury, Waschbär. Was sich von Petplay unterscheidet. Für mich ist das Fury-Fandom sehr wichtig. Und ich kann dir vernünftige Fury-Videos mal empfehlen. Oder Furry. Nicht Fury, sorry. Furry. Videos mal empfehlen, wenn du magst. Bist du besser. Also, ich kenne mich ein bisschen mit Furry aus. Das Petplay kann ich tatsächlich noch gar Hallo, nicht. Unge. Ich wollte dir nur was von Kip Supernova ausrichten. Es heißt Fury und nicht Fury. Fury war nämlich ein Pferd. Voll geil. Das war eine Maske. Ach so, das war eine Maske, Kip Supernova. Boah, danke für die Erklärung. Ich dachte, das wäre sein echtes Gesicht, was er abgerissen hat. Oh mein Gott, jetzt war er. Okay, jetzt habe ich es verstanden natürlich. Jetzt, wo ich weiß, dass es eine Maske war, das habe ich Und vorher an natürlich dieser nicht gewusst. Stelle ein Dankeschön von mir. Unge, ich muss mal sagen, sehr viele Kommentare von mir im Chat werden von dir beantwortet oder ja, beantwortet, obwohl ich überhaupt nicht donated habe. Und ja, es ist auch gar nicht notwendig, dass du auf meine Kommentare eingehst oder darauf reagierst oder so, aber ich gucke dich jeden Tag bzw. jeden Abend. Und egal wie schlecht mir geht's eigentlich immer dann besser, wenn ich, ja, wenn ich deinen Stream Willst du sehe. mich jetzt aufwerten, nur Danke. noch wenige Minuten? Ich bin Weltstar, willst du Ja, mich nein, nein, abwürgen? ich will dich nicht abwürgen, ich will Ja, nur aber darauf weniger ist hinweisen, halt von allen gar dass nicht. wir nur noch wenige Minuten haben und vielleicht noch die eine oder andere Frage. Ihr hattet Thorsten Joe Stiedel, aber wie kommt so ein Erfolg zustande, meint er wahrscheinlich. Was meint er denn? Wie Schläferz oder wie wir oder wie das? Das Sexsymbol Peter Rütten. Wie geht das? Der ist jetzt wieder weg. Kaum warst du wieder da, ist er jetzt wieder kurz. Ja, meine Kurze lieben Damen und Herren, wenn Unterbrechung. ich im Bild bin, ist Peter Rücken weg. Das ist richtig so. Ja, Das soll so traurig, wo sein. ist er denn? Wie kommt so ein Erfolg zustande, fragt Thorsten Joe. Durch die Leute. Ja, Hallo? durch die Liebe, sagen wir immer, und durch die Fans, ein bisschen auch durch uns, aber vor allem Nee, auch hier. durch alle, die hier sind. Und wir haben hier Leute. wirklich ein wunderbar, das Ganze, wir sehen euch. Und sehen uns die Namen, einige haben ausgeschaltet, da sehen wir die jetzt gerade nicht, aber die euch sehen wir. Zeigt euch Zeigt mal. euch Oliver nochmal gerade Kalkofe, ab. die Frage, die war schon eine Viertelstunde lang gestellt, wo es noch um Lars Juggenkumpel ging, weil der Film ja finanziell gesehen ein Riesenerfolg war in Deutschland und er trotzdem ein Schläferz wurde. Deswegen habe ich gemeint, woher kommt der Erfolg? Und mein Dank geht an dich, weil ich eigentlich immer deine Sendungen bzw. Kalkofes Mattscheibe laufen habe, wenn ich ja, wenn ich meine Comics zeichne, wie diese beiden Bilder hier zum Beispiel. Hallo Kip! Junge Peakwood, vielen Dank, dass du Kip einen Sub gegiftet hast. Kip hat es auf jeden Fall verdient. Also Kip hat es wirklich verdient, der ist schon Ewigkeiten. Ja, der hat es echt verdient. Kip hat es verdient. Axel, du bringst mich immer zum Lachen, du lenkst mich immer von ja, Problemen ab und man fühlt sich einfach gut. Ich fühle mich einfach gut, wenn ich dich gucke. Ja? Vielen, vielen Dank. Danke euch allen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.